Hey Leute, ich wollte euch heute mal zeigen, wie dieses Nail Art funktioniert. Als erstes braucht ihr eine weiße Grundlage und dann müsst ihr die Nagel in der dementsprechenden Partie eben zeichnen, also anmalen. Beim Daumen ist es dementsprechend die untere Hälfte. Beim Zeigefinger, wie ihr gleich sehen werdet, ist es eben die linke Nagelhälfte, beim Mittelfinger die obere Hälfte, beim Ringfinger die rechte Hälfte und beim kleinen Finger diagonal. Das werdet ihr jetzt aber nach und nach noch alles sehen. Und später müsst ihr dann eben noch die schwarzen Striche ergänzen. Könnt ihr natürlich mit einem schwarzen Nailstraper machen, hatte ich jetzt aber leider nicht, deswegen musste ich das mit einem Pinsel oder zum Beispiel schwarzen Farbe dann machen. Also mit einem extra Nailpinsel dann dafür. Aber es geht auch so, ist ein bisschen unordentlicher teilweise dann, aber ist okay. Warum ich das mache, weil es ist ja, hat jetzt überhaupt nichts mit Kong zu tun oder so, aber ich hatte dieses Nageldesign bei dem Speedpainting von Kong eben drauf und da hatte mich eben jemand gebeten, dass ich das doch mal machen soll, also zeigen soll, wie das funktioniert. Und das habe ich dann dementsprechend jetzt damit getan, nochmal so zum Jahresende. Ich wollte es mir eh die ganze Zeit nochmal machen, habe heute gedacht, komm, du filmst es einfach, schneidest es noch schnell und dann kannst du es noch hochladen heute. Und ja, das mache ich gerade damit. Und ich hoffe, es ist so verständlich, aber es ist jetzt ja eigentlich nicht so eine Schwierigkeit dabei, das nicht so zu verstehen und alles. Ich finde es eigentlich ganz schön und ist halt ein bisschen verrückter und es ist einfach und es geht total schnell auch so. Und was ich das Witzige auch so fand, ich hatte in der Schule auch an die Kron geguckt und ich hatte eben die Antidorn-Nägel, die ich ja auch schon gemacht hatte, eben auf den Fingern. Und danach hatte ich das gemacht und da hatte eben eine Klassenkameradin mich gefragt, ob das denn jetzt Rambo-Nägel sind, weil zu dem Zeitpunkt hatte Kronk eben auch Rambo dann gespielt. Und das fand ich halt einfach eigentlich so witzig, weil sie das direkt dann wegen dieser Verrücktheit, und dabei ist es eigentlich ein bisschen bunter, mit Rambo assoziiert hat. Aber ja, was soll man machen, ne? Aber ja, auf jeden Fall, hier ist noch das versprochene Nail-Tutorial zu Rambo und Rambo. Ja, das passende Nail-Art zu diesen Nägeln, die ich im Kronk Speedpainting hatte. Und ich hoffe, es gefällt euch. Und dann wünsche ich euch noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir sehen uns im neuen wieder. Ciao!